Okay, ich mache kurz den elektrischen Ofen aus. Ich hatte ihn auch vorhin angemacht vorhin. Oh, ich habe den angemacht. Oder du, ja, brauchst du den noch? Nö, ich habe ihn halt angemacht, das, weil wenn man hingeht, dann will man es meistens gleich haben. Und ich meine, solange wir am Spielen sind, langt unser MFSU ja. Naja, wir sollten es halt bloß ausmachen, wenn wir dann offline gehen. Der nimmt halt langsam ab, aber es geht halt einigermaßen. So, das heißt, ich brauch mehr. Ja, ich zeige euch das einfach mal so. Pack das hier nicht alles rein. Die anderen Geräte kannst du ausmachen, die brauchen den Strom ja nicht, um heiß gelaufen zu bleiben. Wenn du da gerade so dabei bist. Jein. Kopper. Also wird so ätzend, ne, wenn wir später MV Solar bzw. HV Solar, das ist so fett viele Ressourcen, ne? Aber man kann sich halt später einfach die leisten, das ist einfach das Krasse. Weil wenn wir eine richtig geile Yuyu-Meta-Fabrik haben, können wir uns das ohne Ende leisten. Rubber, oh, wir haben noch Rubber, ne? Ich brauche Repeater. Haben wir noch Repeater irgendwo rumfliegen? Ich weiß es nicht. Scheint mir nicht so. Dann mache ich mal kurz Sticky Resin aus Yuyu-Meta. Guck dir das mal an. Hä? Du brauchst Rubber? Ich hab gerade nach... Was? Gib mal Repeat, also ich habe REP eingegeben, ne, für Repeater. Schau mal, was es da für ein tolles Item bringt. Repeater. REP. Dann gibt's noch ein REP, was ist das denn, REP? Obsidian, Blaze, what the fuck, was ist das denn? Ja, guck mal hier, zum Beispiel jetzt auch Yuyu-Meta, wie geil das einfach ist. Ja, bei was guckst du? Die erste Kiste. Achso, ja. Da, das sind 21 Stück, ja. Ja, so aus geil. 4 Yuyu-Meta 21 Stück. Darum, wenn wir Yuyu-Meta haben, haben wir gar keine Probleme mehr, Mann. Das wäre rich. Ja, pack die trotzdem in den Dingsy-Dings hinein, ne? Ja, den... sicher, am Anfang eh. Später können wir damit wieder rumwerfen. Executor. Der ist automatisch. Was wollte ich jetzt? Ach ja, ich brauche Repeater. Ich weiß nicht mehr, wie man Repeater bastelt. Ja, das sind einfach mal Rezepte, da weiß man kaum noch was von. Ja, Mann. Ah, so, okay. Ah, sie heißen Redstone-Verstärker. Entschuldigung. Wir müssen natürlich auch korrekt bleiben. Ah ja, natürlich. Okay, erstmal Redstone-Fucking basteln. So. Oha, unser Redstone geht auch langsam zur Neige. Kannst du ja auch aus Yuyu-Meta notfalls machen. Muss anordnen mit dem Penis. Ja, ich hab Penis gefunden. Oh, Kopperkabel rein. Zack. Das heißt, ich brauch... Warte, RE-Batterie brauche ich 3 für eine Badbox. Ich muss 2 Badboxen machen. Bedeutet, ich brauch... Richtig, 6. Ich brauche noch ein bisschen Tin. Haben wir noch Tin? Ich habe auch gar keinen Bock, Tin zu farmen, ehrlich gesagt. Ich mache kurz 10 Tin. Oh, geh da raus. Was machst du da? Ein rechtliches Eisen, oder? Ja? Was ist? Was versuchst du? Ach ja, Fackeln müssen rechtlich nehmen. Oh fuck, das waren voll viele. Aber du Vogel! Hast du noch Sticks dabei? Sonst hole ich dir kurz welche. Ich brauche nicht so viele. Das war gerade keine Absicht, aus den 50 Fackeln gerade gebastelt. Darf ich ganz kurz Tin machen? Ja, schmeiß die Enderaugen und so raus. Da muss Glowstone dazwischen, aber habe ich gerade nicht. Glowstone kannst du auch aus Yuyu-Meta machen. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Du kannst auch nur einmal oben das Rezept reinmachen, dann so oft rausnehmen, wie du möchtest, ne? Wenn du Ressourcen unten drin hast. Ja, aber nicht, wenn ich die im Inventar habe, oder? Ne, musst du unten reinmachen, da war ja eben das Inventar. Ja eben, ich habe einfach bloß die Items raufgeschmissen und dann geteilt. Was ist denn der Crafting Box? Wie machte man denn nochmal... Glas? Ey, wie hast du das vorhin gesagt, dass man alles rausholen kann? Bloß Leertaste drauf? Nee. Steuerung Leertaste geht auch nicht.
aus dem Project Table kannst du auch nicht so alles rausnehmen. Oh, mean. Federn. Das wäre eigentlich das Rezept für Leder, meine ich. Aber Leder kann man auch nicht craften. Geil, wir machen uns jetzt erstmal, so geht Copper und so geht Tin. Zack. Lava, Wasser. Man kann aus einem Yu-Yu-Meter 16 Stein machen, ich finde das so, das ist schwachsinnig. 16 Stein aus einem Yu-Yu-Meter? Ja, also geschmolzene Steine schon, aber so schwachsinnig. Braucht keinen Arsch. Jetzt habe ich natürlich den Ofen ausgemacht. Ne? Oh komm, ich mache einfach wieder an. Soll der Geiz. So, ja. Ich habe gesagt, lass ihn an. Ja, kann ja auch durch den magischen Ofen heizen. Ich habe so viel Glas, ne? Alter, wir haben alles so viel, nur die wichtigen Rohstoffe haben wir alle nicht. Was, wo? Oh nein, da oben sind solche Steinplatten. Ich habe vorher noch mal welche gemacht. Oh, naja. Man kann sogar Zuckerrohr daraus machen, aus jungen Wetter. Guck da, du brauchst 1, 2, 3, 4, 5 Jujometer, ne? Für 2 Eisenblöcke zu machen. Aber du kannst auch aus 5 Jujometer 2 Gold machen. Im Endeffekt kriegst du dadurch mehr Eisen raus. Tja. Alter, wir können Pilzbiom-Zeug aus Jujometer herstellen. Was ist da weg? Ah, hier, Glowstone. Wie viel brauchst du denn? 10. Nein, Quatsch. Weiß nicht, warte. Guck einfach mal in die 4x4, 16 brauche ich. Guck mal in die Box, wo du eben Dingens gemacht hattest. Deine Repeater. Da habe ich das Rezept für Glowstone. Aber ich brauche Glowstone, das Dingsies. Ja, dann mach kaputt. Na gut. So, wie viel brauche ich? 6 RE-Batteries, ne? Genau. Boah, mach dir Glowstone hin. Boah, sieht doch voll hässlich aus. Mach das weg, ey. Mensch. Oh my way. Weil mir gerade Buggy, der Boden war durchsichtig bei mir kurz. Oh, jetzt habe ich die. Jetzt brauche ich noch ein Jetpack. Was brauchen wir dafür denn noch? Oh, Advanced Circuit. Die werden teuer, aber das schaffen wir auch. Holz? Alter, ist ja voll günstig. Dann wirst du noch mehr Glowstone brauchen, ne? Für das Advanced Zeugs und so, ja. Iron, das haben wir auch noch rumfliegen. Kann ich auch gleich noch durchschmelzen lassen. Ich meine Hand, ich das sehe. Ich frag mal, was ich in der Dings noch hab. Glowstone da, Truhe und so, ne? Ist noch, sind noch 3, 6 Dust da. Oh. So, zack, zack. Die RE-Battery ist so. Das da rein, das da. 2 Bedboxen. Voll geminlichst. Dann brauchen wir noch 4, 8 Refined Iron. Ist auch gar kein Problem. 6, 7, 8. Okay, dann mache ich das so. So, das da einmal rein. Okay, Refined Iron haben wir nicht mehr. Okay. Eisen rein. Noch mehr Eisen rein. Ach Stück, komm schon. Gib mir 8. 6, 7, 8. Ah. Domina. Habe ich mich eigentlich gerade verzählt? 4 plus 2. Oh ja, 4 plus 2 sind 6, ne? Oh, ich folge. Ja, Domina. Ich sollte nochmal in die erste Klasse gehen. Ja, ich denke auch. Gib mir! Was? Gib mir! Jo. Haben wir das auch schon zusammen? Lass uns das 6. Die sollten, glaube ich, auch reichen. Ich hätte mir vielleicht auch eine Spitzhacke mitnehmen sollen, wenn ich mit Steinen am Basteln bin, ne? Ja. Dämlich! Vor allem beim Project Cap kannst du auch die Sachen, die du benötigst zum Craften, immer reinlegen. Tatsächlich, ja, hast du immer dabei. Hä? Immer dabei? Was? Ja, du kannst die Sachen da reinlegen. Oh, wir brauchen nochmal 2 Refined Iron. Aber wieso hast du sie dann immer dabei? Verstehe ich nicht. Ja, beziehungsweise wenn du was craften willst, hast du ja alles dann unten drin. In deinem Teil drin. Ach so, das meinst du. Ach so, 2, 4, 4, 8, ja. Okay, doch kein Denkfehler drin.
Gold haben wir nichts mehr, oder? Ah, wir haben aber. Ah, wir haben so, glaube ich, noch Eisen. Ich hatte ja was durchgehauen in der Gerät. Ja, ohne Ende. Oh, ich habe geschiftet. Mann, ich wollte die XP doch haben. Und einen halben Stack rein. Einen halben Stack durch mein Eisen. Hey, wenn man shiftet, kriegt man kein Dings oder was? Keine XP. Okay. Und ich bräuchte die eigentlich. So, Lapis. Was ist da noch? Wir brauchen erstmal den normalen. So, den können wir dann machen. 1, 2. Oh, Redstone haben wir auch dabei. Ich depp. 1, 2. Packen wir es in die Mitte. Dann kommt. Da. Ja, und auch an dich so eine kleine Info, wenn du dir die Rezepte nicht merken kannst, kannst du auf das Plus drücken, dann werden die in den Crafting Table angezeigt. Aber nur solange du halt drin bist im Crafting Table. Auf welchen Plus? Ja, auf das Fragezeichen meine ich. Okay. Wenn du die nachguckst, ist halt recht angenehm. Boah, Lapis haben wir ja noch mehr als hier noch, das ist schön. So, 2 Advanced Machine Blocks. Und dann haben wir es eigentlich schon fast. Dann fehlt noch einmal Redstone. 2, 1, 2, 1, 2. Ach, einmal Redstone, einmal Glowstone fehlt mir noch. Glowstone, das hast du nicht mehr, ne? Ich habe noch 13 Glowstone, aber ich brauche noch ein paar selber. Da mach ich mal kurz rein. Haben wir noch hier Jojometer rumstehen. Das ist die Sache, ist gut, dass wir hier mit der Warmung gemacht haben und so, ne? So, 1, 2 Jetpacks. Da-dum. Wie 2 Stück? Ja, Armin wollte auch noch eins. Achso, okay. Ja, erstmal eigentlich aufladen. Ach, läuft! Produktiv die Folge, muss ich sagen. Beziehungsweise die Folgen. Es sind ja mehrere. Wir nehmen alles an ein Stück auf. Ja. Ja. Sehe ich auch so, ja. Mhm, 100%. Da haben wir halt ein. Ne, sehr viel jetzt im Voraus, aber irgendwann werden damit wahrscheinlich wieder im Einklang sein damit. So, dass wir auch, ja, wenn ihr Tipps schreiben, so werden wir natürlich dann in der nächsten Folge, die wir dann aufnehmen. Wow, lag. Natürlich auch, ne, benutzen dann und so. Aber ihr seht es halt ein bisschen später und sowas, aber ist ja auch, glaube ich, nicht so schlimm. Warum liegen hier Scrapboxen draußen? Oh. Der Dispensor ist voll. Da wird mehr reingeballert, was rausgeschossen werden kann. Das ist natürlich suboptimal. Ja, wie bitte? Achso, toll. Aber es läuft. Und wir haben schon 4 Diamanten daraus bekommen. Alter, haben wir geile Ressourcen bekommen. Leute, Minecarts können nur auf 3 gesteckt werden. Ich dachte 16. Dachte ich auch. Okay, dann müssen wir die aber auch wegschmeißen. Ich weiß aber nicht, wofür wir die ganzen Minecarts brauchen, von daher. So. Die nächsten Minecarts. Kann man Minecarts nicht irgendwie kaputt machen zu. Bestehen die nicht aus Eisen? Ja, aber du kriegst da nicht wieder das Eisen raus. Aber wir haben erstmal ein paar Minecarts, die wir auch benutzen können immer. Ja, läuft. Also wir haben schon recht gute Sachen. Oh, Glowstone Dust. Kriegen wir auch durch die Scrap Farm. Hier haben wir 27 Glowstone Dust. Okay, oh Mann, ey. Frag mal, du kannst so ein lang. Tunnelbohrer. Was zum Teufel ist ein Tunnelbohrer? Ein Drill. Den kannst du auch zum Diamanten-Drill machen. Der läuft ja mit Energie. Es ist sozusagen unendlich. Ja, der besteht auch aus Mine. Ich schau gerade, was man alles aus Waggons bauen kann. Da hänge ich mich jetzt mal ran, ein paar Solar-Arrays zu machen. Weil, ja, die benötigen wir halt auch, dass wir dann noch mehr Zeug bekommen. Und das heißt, wir brauchen erstmal Advanced Circles, ganz viele. Brauchen aber dafür wieder neue Kabel. Und ein bisschen mehr Redstone. Ich habe letztens auch mit einem Kumpel mal FTPs gespielt. Der das halt auch schon seit über einem Jahr zockt oder so. Und hat mir zum Beispiel auch die Idee unterbreitet. Man kann ja die Lava sehen aus der Hölle aus.
Ja, die kann man rauspumpen, ich weiß, aber Ja. ist halt in dem Sinne keine unendliche Ressource. Ja, das nicht, aber du brauchst dann eigentlich bloß dieses Aufsaugdingsi dann zu versetzen in den nächsten Lavasee und ich meine, die sind ja schon relativ groß, ne? Ja, also es wäre schon eigentlich so effektiv und sowas, aber ich persönlich bin so einer, der ein bisschen mehr auf die Ressourcen geht, die wir dauerhaft sozusagen haben. Ja, stimmt schon. Vor allem, wenn wir so ewig dann nicht online sind, dann ist das schon effektiver, da hast schon recht. Ja. Vor allem, wir müssen auch aufpassen, wir müssen ja die Pumpen machen, die müssen wir kühlen und sowas. Nö. Macht das aber mit elektrischen Engines dann. Ich weiß gar nicht mehr, was wir. Ich könnte nachschauen. Wir haben es gebaut gehabt auf einer Welt. Da es hat auf jeden Fall funktioniert. Wir haben nichts kühlen müssen und ich glaube schon, dass das bloß. Ich weiß nicht mehr genau, was das für Gerätschaften alles waren. Auf jeden Fall hat es funktioniert und es war eigentlich nicht sehr ressourcenaufwendig. Ja. Kann man den dann auch vertrauen? Also in dem Sinne, dass er nichts kaputt machen wird und Der sowas. wohnt auf einem ziemlichen Kaff, der. Bei dem ist das Internet gut, ne, nicht gut genug dafür. Wir saßen da zusammen in einem Netzwerk, als wir da gemeinsam gespielt haben. Also, ich hätte ihn schon gefragt, aber das funktioniert mit dem Internet einfach nicht. Also wir können es notfalls auch probieren und wenn er Lust hätte, ne, kann er gerne mitmachen. Also, ja, so ist ja Er nicht. kommt, der kann nicht mal vernünftig auf den, also auf den offenen Servern sozusagen spielen. Ist, wie gesagt, schlechtes Internet. Gibt es auch Oh. noch. Selbst in Deutschland. Echt Ich dachte, dramatisch. es wäre ausgestorben. Ich dachte, das würde es Oh, nicht fuck, mehr muss ich da geben. jetzt echt. Ich muss da jetzt echt Cobblestone-Dingsies verbauen. Nein, ich kann es auch nach hinten basteln. Wollte ich denn jetzt hier noch für? Genau, Redstone brauchte ich noch. Oh, Redstone haben wir auch kaum noch was, aber das ist auch gar kein Problem. Das können wir alles damit hier weitermachen. Redstone, wir haben gar kein Redstone mehr. Ja, da gehe ich kurz unten gucken, aber ich mache mir welches. Ich mache mir welches. So. Biegen Sie rechts ab. Technobase.fm, we are one. Ah nein, jetzt habe ich das Rezept rausgenommen. Ah, ich Depp. Hey, bist du TB am Hören oder was? Ja, nebenbei. Weil das ist, weiß ich auf jeden Fall, halt auch das GEMA-freie Musik da ist, halt, weil es Remixe sind. Remixe? Ja, und weil halt auch mit rüber gesprochen wird, also von uns und so, da dürfen die eigentlich nichts sagen, so von wegen, ey, Digga, darfst du nicht machen und so. Boah, ey, darfst du voll nicht und so, Junge. Ja. Ein Erdblock, weg damit. Ich will in der Luft stehen können. Im Ultimate gibt es irgend so ein Jetpack-artiges Etwas, mit dem man tatsächlich wie im Kreativ-Mode-Dings sie dann fliegen kann. Ja, beim Ultimate werden wir noch längst nicht so lange, wie wir jetzt schon sind. Ja, das kann schon sein. Brauche noch mehr Copper-Cable, aber ist ja gar kein Problem. Copper haben wir ohne Ende. Okay, nicht Ich ohne bin mal Ende. kurz auf Karne, bis gleich. Ja, bis gleich. Schon. Aber ich mache jetzt mal ein paar mehr Solar-Arrays. Dann werde ich den nächsten jetzt erstmal, denke ich, an das Dings hängen. An den Julian-Meta-Fabrik-Farm-Teil. Ich habe da gar keine Energie mehr. Das Jetpack ist voll von Armin. Warum kommt da keine Energie mehr an? Hä? Genau, in dem Moment geht es nämlich AFK, ne? Wo der Gerät alle ist. So, ach, ich sollte ja auch anstellen, da ist ja nur ein bisschen Energie sozusagen drin. Und ich muss halt hinten die Engine aktivieren, damit das angeht und damit dauerhaft Energie reinkommt wieder. Oh, ich Depp. Na egal. Er läuft fröhlich vor sich hin. Komm, ich will jetzt noch einen reinpacken. Komm schon. So. Dann geht's ab hier. Genau, Copper brauchen wir noch. Dann machen wir es direkt stackweise, würde ich sagen. Was soll denn der Geiz hier, ne? Auch nochmal Kopf. Zack. Wow. Okay, so viel rausgekommen. Wusste ich jetzt nicht. Ups. Rubber. 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 Ne, Kuchen da oben, wenn ich jetzt das nächste, wenn ich wieder Hunger habe, erstmal aufessen. Das regt mich auf, dass der so halb steht.
halb abgeknabbert. Okay, oh. Eins soll ich natürlich reinpacken. So, und noch eins. Von 7 Stück, das sind jetzt 18. Das 18 können wir. Ich mach glaube ich 20, dann können wir 10 Stück. Oh, Generatoren brauchen wir natürlich. Oh, Eisen, Iron Furnace. Wir hatten hier, ja genau, ich hatte ja ein paar zu viel gemacht. Eisenböcke craften wir glaube ich erstmal zurück. Und wie viele Generatoren brauchen wir? 10 Stück. Gut, dann machen wir mich. Wir hatten hier noch Öfen, glaube ich, drin, ne? Genau. 10 Stück. Zack, zack, zack. 10er. Und die werden wir jetzt erstmal zu Iron Furnace machen. Ah, genau. So spart nämlich etwas Eisen, wenn man das so baut. Und zwar, ja. Man muss halt drumherum machen, das sind 3x Eisen, was man dadurch spart. Ist natürlich schon am Anfang jetzt erstmal eine Hausnummer. Oh. Ich hab ja hier noch Eisen ohne Ende. Warum sagt mir das denn keiner? Mensch, Leute, ihr passt aber gar nicht gut auf. Finde ich aber nicht so schön, ne? Ich weiß es ja nicht wirklich. Und so, ja, ist okay. 13, oh, ich habe jetzt 13 gemacht. Oh, shit, egal. Die können wir eh noch immer gebrauchen. Ach shit, brauchen wir wieder E-Batterien dafür, ne? Gut. Brauchen wir wieder Tin. Oh. Ja. RE minus. So, RE-Batterien brauchen wir. Copper-Cable, ja, das ist nicht schlimm. Tin brauchen wir. Haben wir noch Tin dabei? Einfach so. Tin. Oh, da haben wir noch Tin-Ohr ohne Ende. Aber noch was, ne? Oh, nice, Alter. Richtig nice. Können wir Tin auch in der Gerät packen? Ich hoffe mal. Und Ella ist wieder da. Hallo und herzlich willkommen. Rom, nom, 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 nom. So, Tin. Weißt du, ob man Tin in der Gerät packen kann, dass da mehr rauskommt? Tin-Ohr. Klar. Ja. Gut. Weil ich jetzt ganz viel Tin brauche und wenn wir über ein Stack Tin-Ohr noch und ja, läuft, würde ich sagen. Also, die nächsten paar Solarpanel steht nichts mehr im Wege, würde ich sagen. Und ja, wollen wir. Ja, aber du weißt, dass nur 3 Stück rauskommen, wenn dieses komische braune Klumpenzeugs. Ja, ja, und ja? Ich will erstmal ein paar machen. Und dann ist halt die Frage, wollen wir die Solar Race, die ich jetzt mache, erstmal nur für Yu-Yu Meta Farm benutzen? Für was sonst? Ja, weil Haus haben wir in dem Sinne erstmal gedeckt. Genug, ja, Strom, also für normalen Strom brauchen wir es im Moment auf jeden Fall nicht. Gut, dann lass also, mich erstmal für das Yu-Yu Meta Farm und dann, ja, haben wir ohne Ende. Wo habe ich den Kuchen her? What the fuck? Ich kriege immer Items. Ich weiß nicht, wo ich die her habe. Ich war es nicht, versprochen. Ja, ich habe irgendwie Items immer. Ich nehme die aus Versehen aus Kisten raus, ohne dass ich das bemerke, ey. Das ist voll ätzend. Tin. Brauchen wir noch ein bisschen Tin. Ich muss schon mehr blöden RE-Batteries machen. Oh, ist schön, dass die nächste Crafting Table auch noch leer ist. Oh, meine Fresse, ich bin mir so warm. Ja, ich habe neben mir auch schon, das war so schräg hinter mir ein Ventilator. Den hatte ich auch für die eine Checks-Widget-Aufnahme an. Aber den hört man zum Beispiel in der Aufnahme. Boah. Aber im Moment brauchte ich ihn nicht anmachen. Gib mir sowas auch, will haben. Ist noch im Moment kühl genug. Brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Copper-Cable, aber da müssen wir halt ein bisschen warten, bis das Zeug hier durchgeschmolzen ist. Aber das ist auch gar kein Problem. Schaffen wir alles. Kommen wir noch? Ja, hier, bei der Arbeit. Diesmal sogar schon bei der Arbeit, ja. Oh, es ist 0:10 Uhr. Ja. Shakes and Fidget. Sag den Leuten auch noch, wie spät es ist, damit die wissen, oh mein Gott, warum nehmen die Nacht auf? Entschuldigung, okay. aber Shark ist ein Fittigit. Ja, okay, die Zeiten, die wir jetzt haben, das geht ja noch einigermaßen. Es gibt Leute, die nehmen noch vielleicht so manche anderen, die wir ja schon drauf hatten, ja. Oh nein, ich hab schon jetzt mit hin rausgenommen, weil ich das Rezept raus. Und Dominik, krieg ich den Yeti jetzt klein oder nicht? Nö. Aber ich will doch. Wie ist das, wenn so allgemein Sachen so draußen, so alle Attribute ist besser für einen Dungeon, ne? Auf den Items. Ja, weil du dadurch auch sozusagen die Death bekommst. Wenn der ja, stimmt. Gegner ja. Int hat und du auch, dann ist es sozusagen Death. Stirb! Oh mein Gott, warum ist der Sound nicht auf dem Headset?
Ich hoffe, du hörst es jetzt nicht. Ich glaube, ich habe eben einmal ganz kurz was gehört, aber es war leise, also man hört es gut. Nein! Nein! Ihr seht wieder, ne, wir sind professionell wie eh und je. Aber, ne, das kennt ihr ja nicht anders. Das wäre sonst glaube ich auch langweilig. Hallo, X-Factor, mal schneller, ich will das letzte Stück im Resieben da reinpacken, Mann! Gibt's eigentlich hier nicht vom X-Factor und Extractor, ja, X-Factor habe ich doch richtig gesagt. Mann! Was willst du extrahieren? Vom X-Factor gibt's einfach nicht auch noch eine bessere Variante, wie man schneller Sachen machen kann und so? Extractor, nö. Und wenn, dann ist das wahrscheinlich die. So, Generatoren. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine Batterie, da haben wir. Die letzte Batterie, die wir benötigen. Ja. Die Project Table einfach so geil. Da könnten wir auch irgendwann so eine ganze Reihe von Project Table machen und da einfach die Sachen ranschreiben, was wir daraus herstellen. Und ja, läuft, würde ich dann sagen. Ne? Was willst du von mir? Das willst du gar nicht wissen. Okay. Was? Nein, nein. Mit Armin sauer. Oh fuck, was hab ich für Expert Circus? Ah, egal, die kann man eh immer gebrauchen. Ich hab immer noch keine Spitzhacke, ich brauche eine Spitzhacke. So, Mann! Also. Au! Was kann ich denn dafür, dass du keine hast? Weil ich wegen dir vorhin gestorben bin. Warum wegen mir? Armin hat gesagt, komm mal dahin, das ist voll lustig. Ja. Oh. Hätte er sagen können, nehmt keine Sachen mit, seid vorsichtig. Genau. Machen wir jetzt noch Glas haben wir ohne Ende, da können wir tonnenweise von machen. Nehmen wir erstmal hier so 3 Stacks Glas raus. Coal Dust, haben wir davon noch etwas? Also etwas im Sinne von viel. Coal Dust? Ja. 41 liegt hier rum. Ja, was ist denn 41? Das ist Coal Dust. Ach, ich hab Holzkohlenstoff. Oh fuck, jetzt hab ich fast auf falsch genommen. Oh, danke. Kein Ding. Danke. Ist auch vorhin noch irgendeins frei? Nö. Nein. Oh fuck, ich hab. Ja, du kannst den obersten kurz noch benutzen. Nee, passt schon. Ich Idiot, hier. Ich nehme natürlich Iron Furnace. Ich muss die ja verarbeiten noch. Ich wollte. Darauf habe ich doch die Batterien alle gemacht. Bam, 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 bam. Ja. Okay, dann brauche ich natürlich Refine Iron jetzt. 30 an der Zahl. Refined Iron ist auch noch einiges in der Obsidian-Truhe gewesen, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, nachdem du hier schon rumbastelst, aber... Stimmt, ich hatte ja vorhin einen halben Sekunde durchgebraten. Refined Iron, 30 Stück, Alter, wenn das mal kein Zeichen ist, ne? Dann weiß ich es auch nicht. Ha, aufgefangen hab. So, okay. Um nochmal. Ja, weil wir es können, machen wir einfach. Give me that. Ist natürlich die Frage, lasse ich das nach vorne jetzt frei? Ja. Weil so wird es Platz technisch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich war vorhin so, oh nein, ich brauche Ella jetzt und wo du gerade weggegangen bist und sowas, ne? So, ah nein, ich brauche Ella und so. Weil der Gerät ging nicht mehr. Und dann habe ich da einfach gesehen. Nicht angemacht. Ja. Nee, an aus, hey, der ist auf aus, trotzdem geht der. Ach ja, die Engine dahinter. Ja, das war Facepalm vom Feinsten, würde ich sagen. Das bist halt du, ne? Ja, was willst du erwarten, ne? Pulverizer könnte man auch was machen, ne? Kriegt man da nur einmal was raus oder auch zwei? Pulverizer kriegt man auch zwei, aber wie gesagt, da kriegst du nicht diese komischen anderen Dingsies, mit denen du dann vielleicht auch drei herstellen kannst. Also ist eigentlich der Gerät besser wie Pulverizer. Ja, aber jetzt nebenbei so ein bisschen durchschmelzen kann dann ja auch. Ja, und naja, was heißt durchschmelzen? Da kriegst du halt bloß Pulver raus, ne? Bei der Gerät, ja. Das schmilzt halt auch noch direkt, ne? Ja, aber kann ich halt auch so machen, ne? Ja, kannst du schon, wenn du unbedingt möchtest. Ja, haben wir noch Kohle bestimmt. Ja gut, dann heiz ich jetzt auch nochmal. Kohle durch. So. Kohle. Erstmal schön zu Kohle das verarbeiten. Kohle, Schub-Titu. Kohle, Tup-Titu. Hä? Warum kann ich das nicht im Induction für... Ach, stimmt, ich kann das ja nicht in den Ofen machen. Ich muss ja auch in ein Dings packen. Ich weiß auch nicht, ob ich das im Smelter machen kann. Was denn? Coal Dust. Kohlen... Pulverizer. Oder halt, ja, naja, weiß ich nicht. Du brauchst ja Staub, der will es ja durchbraten.
Ein Pulverizer und ein Maze Ravator kann ich das machen. Maze Ravator haben wir aber nicht mehr aufgebaut, ne? Nö, weil Pulverizer besser ist. Ich weiß nicht mal warum, aber ist besser. Mal vergessen warum. Pulverizer, ja, aber da fehlt Energie. Kann ich auch anmachen? Ja. Okay. Klar. Dauert halt jetzt einen Moment. Ja, aber läuft, würde ich sagen. Ne? Guck mal, was an Scrapboxen da haben wir. Jetzt halt recht wenig. Und wenn wir wirklich das mit den Dings fertig machen, dem Maze Fabricator, brauchen wir auf jeden Fall viel mehr Scrapboxen. Ja, wovon redest du gerade? Wenn wir die Solarpanel an den Maze Fabricator dran machen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Scrapboxen. Aber das, was wir jetzt erstmal haben, reicht. Und ich kann kurz einmal die Viecher töten gehen. Sterbt alle! Ja, kommen halt leider bis jetzt nur hauptsächlich Spinnen rein, weil wir auch nur einen Spinnenspawner haben. Aber naja, besser als nichts, ne? Weg. Zack. Und, oh, nicht. Ja, der Drop geht halt, ne? Es geht so, aber besser als nichts, würde ich sagen. Sand. Das ist schön. Mach den Sand an. Guck mal, ob das funktioniert. Nein! Doch, geht. Okay, passt schon. Sand anmachen, what the fuck? Passt schon. Warum geht der Pulverizer nicht mehr? Weil halt. Der schmilzt nichts mehr durch. Pulverisiert nichts mehr. Kein Sand mehr drinnen? Im Pulverizer brauchst du ja keinen Sand. Das war der Gerät. Ach ja, nicht genug Saft vielleicht? Ja, ich habe mir so eingestellt, dass scheißegal wie viel Saft da ist, haut trotzdem durch. So. Ja, mach ich schneller, ich brauche hier noch Cold Dust, Digga. Go, 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 Pulverizer! Alles okay mit dir, Tom? Ja, bei dir? Sicher. Ich brauche den Minium Stone. Ich bin ja gespannt, wer den kaputt kriegt, ne? Minium Stone, Minium Stone, Minium, Minium, Minium Stone. Oh, nein, ich bin hier gar nicht am Singen. Fleisch da reinpacken und das als Minion Stone zu machen. Als Minion Stone zu nutzen. Als Fleisch. Fleisch als Minion Stone? Ja. Denke nicht. Ich glaube nicht so gut, dass es funktioniert, aber. Hätte man ja versuchen können. Oh, komm, noch ein Cent. Kann ich endlich die Kohle da reinwerfen? Oh ja, oh ja. Was geht da ab? Oh ja ja, oh ja ja, oh ja, die oh ja ja. So, das ist bei mir das letzte Goldchen fertig. Jo, hast du. Schön. Dann kann ich das Gold nämlich auch reinkloppen. Alter, ist sehr schnell, dein Dungeon Fight ist auf 100%. Das ist so awesome cool. Wuhu. Gefällt mir. Wollte ich damit nur anmerken. Hat sich so angehört. Level 30, ja! Und jetzt kann ich versuchen, meinen Zauberstab auf Charging zu verzaubern. Ich hoffe, weil sonst ist das voll Verschwendung, weil der ja, erstmal Bücher, ne? Du aber kannst auf Bücher keinen Charging kriegen. Also Reparatur. Ach so. Das ist das Problem. Es gibt irgend so ein Mod, wo du dir aussuchen kannst. Ach nee, das haben wir ja eh schon drin, oder? Nein, das ist Better Enchanting. Aber das, ich persönlich bin da ein bisschen zu blöd für, um das auf dem Server zu kloppen. Ich hab das schon mal probiert, aber ich schaff's irgendwie nie. Was wird Nummer 3? Sag mir, was 3 wird. Ich habe bisher Cobblestone und Frogger. Cobblestone und Sand habe ich mittlerweile.